Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Crusader Kings 3 mit unserem Herzog Marquard von Tirol. Ja, der beim letzten Mal ein bisschen mitgeholfen auch und ein bisschen wieder konsolidiert und auch mal versucht, jetzt unsere Domänenschwelle wieder auf 7 anzuheben. Das ist ja alles gelungen, aber jetzt muss es weitergehen. Wenn ich mir jetzt mal die Herzogtümer so anschaue, weil ich muss ja jetzt mal etwas flotter vorwärts gehen. Ich kann nicht mehr da an einzelne Grafschaften angreifen, da werden wir hier nie fertig und nie das Königreich Bayern bekommen, sondern vielleicht gleich mal ein Herzogtum uns einverleiben. Und das würde mittlerweile so ausschauen. Ich habe das gerade schon mal zu Gemüte geführt, dass hier mittlerweile der Kaiser nur mehr knappe 7000 Leute hat. Das ist ja sehr gut. Die sind unseren unterlegen. Wir haben ja immer noch zwei gute Verbündete, den Simeon aus Thessalien. Und das wäre doch schon mal eine hervorragende Sache, wenn man hier jetzt gleich mal das Herzogtum angreift. Das Herzogtum von Salzburg. Wenn man das jetzt sich mal so anschaut. Das Herzogtum von Österreich, aber Herzogtum, ja okay. Aber Herzogtum, da hat man dann gleich einige Grafschaften mit dabei. Das ist ja mal, wäre eine Sache, wenn man das hier jetzt mal nochmal sich so zu Gemüte führt. Hätte man ja dann bald die benötigten 22. Also das wäre schon mal eine gute Sache. Jetzt können wir dem auch den Krieg erklären, das ist klar. Und ja gut, natürlich ist es immer ein Risiko, ich weiß es, aber er ist ja, ich habe ja dann mal gesagt, er muss ein bisschen auch nach seinen Charaktereigenschaften, er ist sehr ehrgeizig, das drückt bei ihm voll durch und natürlich maßvoll auch im gewissen Sinn, aber natürlich auch tapfer. Und da er sagt, ich will das hat er sich in den Kopf gesetzt, muss natürlich das dann auch jetzt so kommen. Dann wird man jetzt hier mal in diese Richtung versuchen, uns auszubreiten. Und das werden wir jetzt dann gleich mal versuchen. Als erstes mal hier den Sammelpunkt hierher verlegen, direkt an die Grenze. Wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, wir haben ja sehr, sehr schnell belagert. Das ging ja wirklich ratzifatzi innerhalb von einem Monat. Und die Baronien eingenommen. Achso, das ist ja Königreich. Ja, hier muss man ja, hier sind wir zu Hause. So ist es richtig. Die Herzogin Krieg erklären. Und hier gehen wir auf das Herzogtum von Salzburg. Müssen wir nochmal zurückschalten. Ach, gehen wir auf das Herzogtum von Salzburg. Da haben wir eigentlich Salzburg. Da wäre ja dann eigentlich nicht mehr viel. Das nur mehr hier, das Eck. Jo, warum nicht? Machen wir das. Ich muss das jetzt nochmal schauen, nicht dass ich hier dann einen Gedankenfehler habe. Wie gesagt, das meiste haben wir ja bereits. Nur die Grafschaft von Linz fehlt uns. Dann wäre das vielleicht doch nicht so gut. Dann sollte man das hier nehmen. Da hat er noch vieles. So, okay. Krieg erklären. Ja gut, Salzburg haben wir keinen Anspruch. Österreich. Ja, da hat man hier, dann hätte man nur Linz. Ja, das ist jetzt blöd. Grafschaft von Wien. Was machen wir jetzt hier am blödsten? Das ist alles ungefähr dasselbe. Kammersberg, Linz. Kammersberg links und auf der Seite. Ja, das ist alles ungefähr dasselbe.
alles ungefähr dasselbe Spielchen. Wir haben nur Ansprüche auf Grafschaften. Ja. Das ist, hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich habe jetzt mir gedacht, okay, gehen wir hierher, ein Herzogtum und schwupp. Dann wären wir jetzt trotz alledem, würde ich einfach mal sagen, hier dieses Linz jetzt mal mitnehmen. Das ist ja alles die Schuhe, das ist dann im Prinzip genau dasselbe. Ist das ein Unterschied? Das kostet 90. Und das kostet 450. Und das ist ja im Prinzip dann genau dasselbe. Haben wir den Krieg erklärt, wir schalten zurück, heben unsere Leute aus, immer noch sehr gute Befehlshaber. Und jetzt einen Verbündeten noch holen. Den aus Thessalien, würde ich sagen. Genau, den holen wir jetzt noch. Okay, und wir starten. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Das sind die Kämpfer. Das sind die Belagerer. Linz. Die Baronie von Linz. Der tritt bei. Schauen wir mal hier, wie es hier ausschaut. Genau, da 7000, wir haben fast 13.000. Ja, der Odilo, alter Meckerer. So, da können wir hier nicht belagern, da müssen wir wahrscheinlich hier runter. Auf wieder. Auch nicht. Ja, was ist jetzt da los? Grafschaft von Linz. Ja, was müssen wir jetzt hier machen? Was müssen wir hier machen? Linz gehört ja uns noch nicht. Ich stopp mal kurz, ich kläre das und schalte gleich wieder zu. Moment. So, jetzt bin ich hier schon wieder. Es ist eine Belagerung. Normalerweise hat man doch hier mal dann so ein spezielles Zeichen, dachte ich mir. Weiß ich nicht. So, wir müssen dann früher oder später mal hier angreifen. Aber jetzt haben wir erstmal Linz besetzt. Das ist ja eigentlich unser Hauptziel. Wenn wir jetzt mal die Armeen zusammenführen. Und dann geht's hier los. Dann geht's hier nach oben und wir hoffen, möglichst viele zu besiegen. Erstmal will ich sagen, Ingolstadt wiederholen. Der Anstifter. So. Die Maria ist hier wieder mal. So, da werden wir jetzt uns hier mit einmischen. Hoffen, dass wir die noch zu fassen kriegen. So, jetzt ruft der Papst wieder wohin? Diesmal nach Syrien. Stopp ich mal, also hier wieder runter. Ja, weil beim letzten Mal hat man ja Ungarn. Und das war natürlich sehr nah und dementsprechend auch sehr, sehr gut. So, und jetzt geht es wieder mal um eine wichtige Schlacht. So.
Einige meiner Ratsmitglieder glauben, dass ihr Posten aufgrund ihres Blutes zusteht. Könnt ihr einen Tutor gebrauchen? Schauen wir mal hier in den Rat rein. Wer ist denn eigentlich am schlechtesten? Der Odilo. Der könnte einen Tutor gebrauchen. Wir sind eigentlich hier ganz gut unterwegs. Oh oh, minus 20. Aber aufgrund der Truppenstärke werden wir das vermutlich schaffen. So, jetzt haben wir auch 18 plus. Kein Begünstigter. Ja, wen nehmen wir hier als Begünstigten? Ich würde sagen, möglichst jung. Nach Gesundheit, nach Alter. Unser Sohn. Ja, da könnte man den Titwin nehmen. Oder eine Tochter. Dann nehmen wir den Titwin. Titwin, du bist es. Dann haben wir hier, aber da haben wir auch sehr viel Verluste gehabt. Das war natürlich nicht gut. Jetzt werden wir hierher gehen und uns das zurückholen. Unser Ingolstadt. Wollt mal schauen, wo ist denn der Kaiser? Zu Hause. Kaiser ist zu Hause. So, der Basileus könnte sich anschließen. Könnte. Genau, dieses Zeichen hatte ich da unten vermisst irgendwo. Vielleicht ist das noch ein kleiner Bug nach dem Patch. So, haben wir jetzt Ingolstadt wieder. Und jetzt könnte man hier gleich mal wieder auf die Truppen gehen. So, es ist hier dauernd was los, man kann sich nicht konzentrieren. 300 Verwaltungslebenswandel haben wir erhalten. Wir müssen hier auf jeden Fall sind ausgeglichen. Aber wir wollen hier nicht in den Kampf. So, jetzt sind wir wieder im Kampf. Unsere Kämpfer sind trotzdem besser. Wunderbar, Sieg. Zack. So, jetzt können wir hier mal hergehen. Und vielleicht etwas verlagern, belagern. Ja, da hat er jetzt schon auch sehr viel verloren. Unsere Verbündeten kommen. Das wird recht hilfreich sein. So, langfristige Lösungen. Mein Fürst, eines Abends kommt mein Hofarzt Matthias zu mir. Ich hätte da einige Heilmittel, die wir gegen eure hartnäckige Melancholie ausprobieren könnten. Mag sein. Am Anfang noch ein wenig, doch der Versuch würde sich lohnen. Ihr verliert Anspannung. So gut aus, ein langes Nickerchen oder drei. Anspannungsverlust minus 25%. Melancholie, wo haben wir hier? Ja, naja, das ist schon moderat. Aber wir probieren das jetzt mal aus. Und vielleicht gibt es ja dann auch immer noch Zeichen und Wunder. So, zur Heilung solcher Gebrechen ist es von äußerster Bedeutung, die bösen Gedanken entweichen zu lassen, versichert mir der Hofarzt. Kommt jede Woche einige Male zu mir, das wird dauern. Ja, er geht aber zumal zu Bett, gut ausgeruht. Gut ausgeruht, und dann sollte das auch passen. So, jetzt sind wir ja Gott sei Dank auf 71%. 72. Das tickert hier schön nach oben. Und wir haben ganz schön dem Kaiser wieder Leute gekostet. Belagerung haben wir gewonnen. Dann geht's hier weiter. Der Ruhm ist bekannt.
Papst kann man um Geld bitten und wir merken schon wieder, dass das Geld wieder zur Neige geht. Aber dank dem guten Papst, ja, es ist ein schöner, ja, der will hier unsere Verbündeten, aber die hauen ab, ja, hauen ab, kommt zu uns, kommt zu uns. Die Belagerung haben wir jetzt fertig, die haben wir durch. Es scheint aber irgendwie das nicht mehr so ganz, ach, weil ich habe, ach, bin ich ein Doldi, aber das nicht richtig anzeigen lassen und dachte mir schon, na nun, was ist denn nun los? Ja, jetzt sieht man das hier wieder. Oh, die sammeln sich hier oben. Aber sind einzelne zerschlagene Armeen. Und das geht hier wirklich rasend schnell, damit man sich früher oder später auf jeden Fall nochmal Mangonellen holen und voll ausbauen. Das mache ich jetzt auch gleich. Nochmal 66. Und das ist on. So. Gräfin Hasika wird ein Vasall von euch, sehr schön. Forderung erzwingen, so sei es, alle auflösen, zack. Wunderbar. Und jetzt könnte man doch dann wieder, jetzt haben wir ja hier, was gehört jetzt mit zu uns? Wir müssen wieder zurückschalten, Tirol. Jetzt gehört Linz auch mit dazu. Und da haben wir ja jetzt die Hatziga, die wahrscheinlich bei uns im Knast sitzt. So, jetzt fangen wir erstmal wieder an wie gewohnt. Kinder 9. Die Kinder mit 9. Lassen wir auf jeden Fall als allererstes raus. Sonst ist kein Kind da. Jawohl, so. Und jetzt. Der hat kein Geld, die hat Geld, die hat Geld. Gehen die 2 raus. Jawohl, so. Was ist jetzt mit dem Shaw? Seit 4 Jahren sitzt er jetzt da. Shaw seit 4 Jahren. Da glaube ich, wird es jetzt Zeit. Den lassen wir jetzt einfach so raus. Den lassen wir jetzt raus. Und der ist ja jetzt auch schon 37, seit 4 Jahren im Bau. Den lass verbannen. Wir lassen den raus. Das war jetzt sehr, sehr lange. Ach, wie wir immer so sagen, die gerechte Strafe. Und jetzt können wir ein Königreich gründen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ein Wunder. Unglaublich. Ein neues Königreich gründen. Ich werde mein Reich unter einem neuen Königreich-Titel vereinen, damit es auf alle Zeit meiner Dynastie gehört. Effekte. Ihr erschafft ein neues Königreich. Vollständig kontrolliert ist die Luster. Das ist das, was man braucht. Und da haben wir jetzt 4 von 5. Ist dann anscheinend so, wenn man immer wieder einiges hat, dann brauche ich gar keine 30 Grafschaften. Versammelt das Reich. Da muss ich jetzt mal schauen, ist denn die Zeit hier schon abgelaufen? Nein, die Zeit ist nicht abgelaufen. Ich mache es also noch in der Folge. Versammelt das Reich. Neu geschmiedetes Reich. Das ist gleich mal einen Screenshot wert. Ich habe getan, was niemand sonst konnte. Ich habe die Lande von Tirol mit denen von Bayern und Salzburg vereint. Mein ganzes Leben habe ich darauf hingearbeitet, bestimmt, meine Vasallen zu mir zu rufen, auf dass sie mir von neuem die Treue schwören. Jetzt und für immer da werde ich nicht nur Lehnsherr für sie sein, sondern König, König von Tirol. Mein Reich wird ewig währen,
Es ist geschehen, Königreich von Tirol ist euer Haupttitel geworden. Zack. Unglaublich. Unglaublich. Ich hatte ja wirklich befürchtet, das Allerschlimmste. Reich zerfällt und so weiter. Und jetzt haben wir hier Tirol, das Königreich von Tirol. Müssen wir natürlich auch nochmal gleich einen Screenshot machen. Da müssen wir ja hier auch einen Screenshot machen von der Königin Beatrix. Auch natürlich einen Screenshot, damit man hier jetzt dann einige neue Bilder hat. Er ist jetzt Prinz vom Prinzen. Anheften kann man ihn nicht. Also kann ich jetzt auch nichts weitermachen. Okay. So, sehr gut. So, und wie schaut es jetzt hier weiter aus? Der Prinz. Der Prinz. Wunderbar. Dann bin ich und hoffe ich, dass das Reich dann nach dem Tod nicht zerfällt. Einer wird König, die anderen dann Grafen, Herzöge und so weiter. Können wir hier frohen Mutes jetzt weiterlaufen lassen. Fraktion wurde geschaffen und zwar vom Sohn. Der will jetzt den Graf Wilhelm, das ist eine bodenlose Frechheit eigentlich, sind aber natürlich sehr, sehr schwach, gibt es jetzt die Freiheitsfraktion. Aha, die wollen lediglich die Lehnsautorität reduzieren. Das wäre dann halb so wild. Und hier unser Sohn. Was ist mit unserem Sohn los? Ja, dann würde ich da mal sagen, dann wird der Titel entzogen. Ja. Kann ich den jetzt enterben? Den könnte ich dann enterben. Weil eigentlich ist es ja schon mal schwach. Graf Wilhelm von Lienz. Oh, verwundet. Ja, also gut, das warten wir jetzt ab. Im ersten Moment war es ein kleiner Schock, der eigene Sohn. Es ist schon, also, das ist nicht toll, aber sagen wir einfach mal, okay, er wird sich vermutlich wieder beruhigen. Der Graf Walter hat jetzt 25 Meinungen von uns gewonnen. Den haben wir ja hier in Bearbeitung, weil er ein mächtiger Vasall ist und nicht im Rat. Oder ist er sogar im Rat? Er ist sogar im Rat. Ne, es ist der von Falkenstein. Aber die sind jetzt alle mehr oder weniger ein bisschen schlecht gestimmt. Erstmal absolute Lehrensautorität. Und warum eigentlich noch? Beleidigt ist er. Der ist ebenfalls ehrgeizig. Das ist natürlich schon mal, ja, die wollen eher, wie es halt immer so ist. Wie es halt immer so ist. Was können wir tun? Zu viel gehaltene Herzogtümer. Ja, wir könnten ja jetzt einmal unserem Herzogtum, sagen wir mal, von, ja, weiß jetzt nicht, Salzburg. Salzburg. Das ist ja auch einiges. Oder das von Tirol. Das wäre eher klein. Das wäre eher klein. Titel vergeben. Na gut, der ist ja jetzt wieder gut drauf. Dass er eh nicht erben würde. Also er würde das ja eh nicht erben. Aber wir müssen hier was tun. Das Herzogtum von Tirol. So, und jetzt haben wir eigentlich wieder alles in Ordnung gebracht. Verdient Respekt.
Ja, wunderbar. Also mit diesen herrlichen Aussichten beende ich diese Folge. Ich werde es noch eine Folge machen in der Staffel, kein Thema. Dann haben wir mal wieder eine Woche durchgehend Folgen. Freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.